Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Seven Days to Die Darkness Vault zusammen mit dem Baumsteiger. Hi. Ich hab den Blutblatt überlebt. Ach Mensch, wow. Spielerschaden ist mir aus, ich vergaß. Auf deiner Armbrust steht Recurve drauf. Ja, und ich wollte dich eigentlich gerade erschießen. Ja, aber das habe ich ja bewusst immer abgeschaltet, weil du kommst ständig auf solche blöden Ideen. Ich kenne dich ja, nicht erst seit gestern. Ja, lad mich wieder ein. Ach so. Lass doch eine Gruppe bilden. Willst du mein Freund sein? Das? Nein. Fick dich! Also begrüßt, ja, ne? Schön, dass ihr da seid. Hi. Ich glaub schon. Ich habe jetzt aber pauschal die Twitch-Integration nebenbei mit angeschmissen. Schauen wir mal. Ah, ich wollte das noch in die Stream-Beschreibung reinpacken. So. Mit Bildschirmtastatur geschrieben natürlich, weil meine Tastatur kaputt ist. Opfer. Ja, ich weiß. Was kann man eigentlich mit diesen ganzen Karten noch machen? Wir haben 61 grüne Keykarten. Ja, verkaufen ist es auch nicht gut, ne? Die geben mir eigentlich nichts. Oh, Enter. So, Bildschirmtastatur minimieren. Fertig. So, jetzt habe ich das mal aktualisiert. Alles ist gut. So. Schön, das auch. Mit Bildschirmtastatur, wie gesagt. So, dann mein Inventar voll gerotzt. Ich muss da mal an ein paar Kisten ran. Ja, rotz eher dann beim Verkaufen oder so rein. Ich würde aber gerne die anderen Sachen jetzt mal loswerden. Wenn ich von dir zur Tür reingelassen werde. Nö. Also die grünen Keycards sind echt interessant. Wir haben auch schon wieder 70.000 sonst was am Knie, das ist ja auch nicht schlecht. Wie viele Teile hat so ein Hesmet-Anzug? 4 oder 5? 5. 5, ne? Ja, dann brauchen wir jetzt noch Hose und Schuhe. Sag ich ja. Ja, und ich sag's jetzt auch nochmal. Möchtest du jetzt die Titan-Chestplate haben? Jetzt habe ich Platz. Die ist nur in den Sekundärdingern besser als der Rest. Okay. Aber sieht optisch schöner aus. Also ich habe weniger Ausdauerverbrauch. Rüstwert ist genau derselbe. Denk an die Mod-Platzierungen. Ist eine interessante Idee. Dann, daran kannst du auch noch was rausschlagen. Modifi. Zack, 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 zack. Und jetzt Rear. Okay, ist die übrig. Gracias. Branding. Die Sachen können wir mal schön verkaufen. Der Kühlschrank sieht langsam nach was aus, ey. Ja, ich hab schon. Ich müsste wirklich mal wieder ein paar Sachen mehr kochen, damit es auch was taugt. Ja, wir könnten auch. Ich glaube, ich kann auch. Ich weiß nicht, ob ich auch Animal Feed machen kann. Ja, könnte. Ja, ich. Animal Feed, das Problem kostet halt Äpfel. Das haben wir jetzt nicht so wirklich rumfliegen. So. Dann müssen wir mal ein paar Apfelbäume pflanzen. Ich finde, das ist ein schlüssiges. Gedingste. Genau. Apple Seeds aus 2 AR-15, was für eine Waffen ist das? Sturmgewehr. Sturmgewehr. AR steht für Automatic Rifle. Oh, wow. Das ist so stumpf und simpel.
Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Das meine ich jetzt leider ernst. Oh, herrlich. Oh. Wenn du irgendwo eine Waffe findest, wo SG und eine Zahl hintersteht, da steht für Shotgun. Oh, witzig, das hätte ich sogar noch rausgefunden und gewusst. Okay. Kaffeemaschine. Oh, mein Inventar ist aufgeräumt. Oh, mein Pistol-Skill beträgt jetzt Level 100. Das heißt, mein Sniper Rifle ist bei 99. Apropos Skill, ich habe so viel mit der M60 rumgeballert, da müssen wir mal kurz gucken hier. Das dürfte einen ordentlichen Schub gegeben haben. 76, ja, warum nicht? Alter, ich habe so viel Schaden gemacht, obwohl ich nicht einen Punkt da reingelevelt habe. Ja, mir fehlen 7 EP. 7 EP, damit die Sniper fertig ist. Boah, nee. Das ist so die klassische ein EP-Sache. Reinhauen, alle 5. Das mit der M60 hat nämlich echt tatsächlich Spaß gemacht, da reinzuballern. Hat richtig Laune gemacht. So. Ich habe heute nur ein Level, dann könnte ich den Master Security kaufen. Dann könnte ich das Tactical Rigging machen. Aber die Sache ist, will ich die 10 Skillpunkte ausgeben? So. Inventar ist aufgeräumt. Kontrollcheck. Ich weiß auch schon überhaupt nicht mehr, was ich skillen wollte. Ich kann eine neue Drohne mitnehmen auf jeden Fall. Tut mir leid, du wunderschöne Drohne, die mir Strike gegeben hatte. Sorry, I've still got items in my inventory. Es war echt schön mit dir. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du existiert hast. Aber ich nehme eine neue. Einfach aus Spaß an der Sache. So. Startup sequence activated. Könntest du mal still bleiben, Mistvieh? Weißt du, was angenehmer gewesen wäre? Ja. Wenn du die Treppe an derselben Stelle positioniert hättest. Vorher habe ich eine andere Seite genommen? Vorher habe ich die Seite. Die Seite hier habe ich genommen. Ach so. Ja, gut. Ich glaube, da gibt's Glück, das sag ich jetzt mal. Boah, ich glaube, ich würde tatsächlich gerne für den Blutmond so das richtig. Dumpfes als Ergänzung bauen zu dem, was wir da jetzt aufgebaut haben. Damit ich da mal mit dem MG einfach aus langer Weile hoch reinballern kann, ohne irgendwie Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht auf Verluste, ja. Genau, also einfach mal so einen Block schmalen Gang irgendwie, den sie gehen müssten, um zu mir zu kommen. Den könnte ich auch einfach irgendwo hinstellen, einfach so mitten auf unsere Schlachtfläche hier. Ja. Falls man da mal Langeweile hat, kann man sich da hinpacken. Und dann kann man immer wieder zurückfliehen in unsere wunderbare Bunkerfalle da. Wo so wunderbar ist sie gar nicht, wenn sie immer versuchen, hier unseren Turm einzureißen. Das finde ich. Ist eine gewisse Schwäche in der Konstruktion. Beziehungsweise die Tiere kommen ja auch nicht runter. Wow. Apropos Schwäche in der Konstruktion. Ja. Soll ich das Problem jetzt angehen oder nicht? Welches Problem? Ja, ich wollte jetzt eine zweite Linie, also eine. Einmal nochmal verdicken, den Turm. Ach so, klar, mach mal, aber bitte mit dünnen Platten, dann wirkt es dadurch nicht viel dicker, ist aber doppelt. Kommst du mal kurz Richtung Loch? Geht gleich los. Ich mach mal kurz die Ernte fertig, damit sie auch wieder alle gleichzeitig fertig gewachsen sind. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich weiß zumindest, wo der Demo detoniert ist neben dir. Ja, okay, ich habe da auch ein Loch, eins, das ich verfliegen wollte. Und da sind zwei detoniert im Übrigen.
Ich glaube, wir reden von derselben Schadenfläche. Ja, ja, die ist ziemlich kaputt. Ja, ja, man erkennt sie von hier oben auch relativ deutlich, muss ich gestehen. Ja. Achso, dünne Platten. Hm? Shape. Tipp einfach Plate ein. Achso, Plate. Ganz stumpf. Ja, logisch. So, dann muss ich das jetzt rotieren. My senses have picked up something. So. Was machen wir denn heute? Auf jeden Fall machst du noch gerade den Turm, Digga. Also stabiler. Was mache ich Sinnvolles? Die Ernte wegbringen. Küche ist da. Könnte meine Skills nochmal durchschauen, was Sinn ergibt. Muss aber streng genommen auch nicht sein. Wir können mal beim Kochen gucken. Oh, gib mir mal 20 Wasser. Schön ein paar Sachen raus. Zack, zack. Ein Lüfterwurf. Toll. Jetzt wüsste ich von allem eigentlich was genommen haben. Die Eier nicht. Tierfett fehlt mir auch noch. Hier. So. Bowl of Water und Flur. Jetzt schon mal Flur. Bowl of Water. Wo hab ich die? Da. Dann machen wir doch mal 15 Stück davon. Achso, Track. Wo mache ich die? Was findest du wieder nicht? Batter, also B-A-T-T-E-R. Butter. Ja. Use the Reese Diner's Workshire Pudding and Pancakes. Hast du von alleine gefunden, in der Werkbank. Was? Also, ich hätte jetzt doch nur so ein Stößel verstanden. Nö, die ganz normale, handelsübliche Holzwerkbank von 7 Days war's. Was auch immer. Ist okay. Schade, die Pole ist leider zu groß. Ich hätte jetzt eine schmale Pole in den Spalten nochmal hochgesetzt in der Fuge. Aber leider ist die Pole zu... Ja, die ist dicker als die Platten. Zu dick, genau. Gut, man könnte es trotzdem machen, so ist es nicht. Also dann sieht es authentisch aus. Die ganzen richtig coolen Gerichte brauchen Ei. Haben wir halt nicht so viel von. Kriegt nicht noch mehr Kartoffeln? Doch, klar. Jetzt.
Da würden jetzt wieder die Minecraft-Mods gewinnen. Gehst dann an diese Kreissäge und machst dir. Ich weiß gar nicht, was sind das? Quarter Slabs? Ein Achtel Slab? Ach, irgendeine Slab-Sorte. I've got a bad feeling about this. Besuch. Wo? Ja, du läufst gerade auf sie zu, da müsste eine Big Mami kommen. Also, ich hab sie hier schon. Oh nein, komm zurück. Ich brauch doch nur 7 EP für die Sniper. Ach so, ja, da war ja wieder was. Zack, fertig. Hey, Rifle Skill auf 100. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Auch jetzt Automatic Weapons. Ich glaube, unser Nachbar ist schon wieder zu aggressiv, ey. Ist schon der 4. oder 5. Angriff insgesamt. Oh, Titan Beitschienen. Schön. Nett. Und die unten Mehrwert? Nachbarn, wir waren eigentlich schon mal hier. Mehrwert halt wieder. Das ist okay. Nachbar, wir haben dein Haus schon mal ausgeräuchert. Seid ihr wieder hier? Zack, complete. Weird. Schön. Nee. So. So. Dann wird jetzt erstmal ein bisschen mit Crossbow gespielt. So. Hier würde ich mal sagen, ist heute wohl ein schlechter Arm für die Twitch-Integration. Ich sehe ja gerade die Voten nebenbei einfach am Auslaufen. City Sounds. Das mag ich. Das mag ich. Ist schon mal aufgefallen, wie viele verdammte Leichen wir hier um uns rumliegen haben. Unglaublich, wo die Nachbarn überall ihren Dreck hinschmeißen. Oh, ich glaube, das ist mittlerweile normal. Ja. Oh. Nee. Vielleicht solltest du dir eine Werkbank ins Haus hier in die Küche stellen. Ja. Obwohl bis jetzt dieses Butter das erste ist, was ich überhaupt brauche, was mit Kochen zu tun hat, was ich nicht mit den Sachen hinkriege, die ich da gemacht habe. Ich bin ein bisschen verrückt. Ey, wo bist du? In der Küche. Sonst draußen. In der Küche. Scheiße, kann ich nicht richtig schießen. Egal, muss ich in den Boden schießen. Oder muss mal kurz mitkommen. Ja. Ich bin ganz leise, wenn ich schieße. Ja gut, das ist ja klassisch. Ja, du klingst ja nach Bane in dem Sinne. Langweilig. Ich höre, da hört man ja gar nichts. Ich brauche eine Leiche zum Abstechen, vielleicht kriege ich dann einen Sound. Ach, das ist immer so ein Gimmick-Faktor, dieses Ding. Ah, guck mal. Hörst du meinen Motor? Ja, hör ich. Hey, diesen Footballspieler stecke ich jetzt einfach eiskalt ab, Alter. Ja, ich glaube einfach jetzt demnächst mit Titanmesser rum.
Scheiß aufs Auto, Alter. Ich geh hoch aufs Dach. Wahrscheinlich ganz normal, weil es Moddinger sind. Aber wer weiß. Oh Gott. Das ist so ein Schwachsinn, wie viel Spaß man noch daran haben kann. Ja. Langweilig. Ich gebe zu, das Ergebnis bei dir war irgendwie zu erwarten. Leider. So, einmal wieder Medikament und Bier. Ich muss ja was für meine Wellness tun und dann würde ich mal sagen, wollen wir beim nächsten Mal wieder Quests machen? Das ist ja schon wieder ein bisschen her, ne? Sollen wir machen. Finde ich gut. Ich muss ja nur irgendwie wieder alle meine Sachen irgendwie wieder wegsortieren, weil ich schon wieder so viele Sachen jetzt gelootet habe. Und natürlich habe ich den ganzen Esseskram noch da. Fangen wir doch damit lieber an. Hier fällt das du wahrscheinlich im Inventar? Ja, wollte gerade zurückpacken. Gut, dann lege ich rein. Das fertige Essen mal in den Schrank daneben. Ich will mal kurz die Vorratskiste. Das ist irgendwie in Ordnung. So, dann. Sagt, würde ich mal sagen, haben wir jetzt eine wirklich super gemütliche Folge gemacht für irgendwie. Ja. Ich kann nicht genau sagen, was wir jetzt hier gemacht haben. Ist ja schon mal eine schlechte Voraussetzung. Ja, so ein bisschen, aber sowas gibt es halt in den Folgen. So. Achso, Batteriebank. Die packe ich mal unter Ausbau. Neun Millimeter, 7.62, 4 First Aids, Antibiotika, ein Messbecher, ein Nadel und Faden und eine Kontaktgranate. Hey, du hast Munition gefunden. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ich habe auch einen Zombie überfahren. Bist du jetzt noch stolz auf mich? Ja, jetzt bin auch ich stolz auf dich. Alles gut. So, ich müsste mir noch was zu essen mitnehmen gleich mal. Und Bier trinken. Alki! Ja. Wie gesagt, meine Wellness hat das echt nicht so witzig gefunden, was da beim Blutmond abging. Also mir geht's prächtig. Das glaube ich dir. Du warst auch etwas sicherer unterwegs und hast oben vom Turm aus gearbeitet. Wofür wir den Turm ursprünglich auch mal gebaut haben, nur mal so nebenbei. Und kam ich halt auf andere Ideen. Jo. Also ich bin bei 240. Oder schnapp ich mir nochmal Muni? Was zu trinken sollte ich mitnehmen? Beziehungsweise ich kann ja, da ich jetzt so eine tolle Drohne habe, ja noch mehr Muni mitnehmen. Und er übertreibt. Würde ich jetzt nicht sagen. Doch. Okay, ich übertreib wohl. So. Habe ich Quests? Nö. Stimmt nicht. Ich habe was in Wastelands. Oh.
Ja. Okay. Craft. Craft. So, wir haben in ein paar Sekunden. Ja? Das zweite Hesmet-Set fertig. Wir haben genug Fasern gefunden. Du hast. Hey, dann können wir die zwei Schatzkarten machen. Mein Rucksack ist mal größer geworden. Irgendwie hättest du mir auch mal sagen können, dass du mir den größeren Rucksack da reingepackt hast, ne? Ich möchte nicht, dass du darauf antwortest. Ich möchte, dass du das jetzt unkommentiert stehen lässt. Ist okay. So. Ja, geil. Das waren jetzt Schuhe und Hose? Wo ist eigentlich das zweite Set? Im Auto. Oh. Ich glaube eher, du hast gerade einfach. Wie viel Hesmet-Fibber hast du ausgegeben? Für die zwei Teile? 12. Gut. Also 6 Pro oder 12 Pro? 6 Pro. Okay, weil sonst hätte ich gesagt, Alter, ich glaube, ich jag dich bis ans Ende der Welt. Warum? Weil mit 18 hättest du ein Mod-Teil bauen können. Aber wir hätten nicht genug davon gehabt, um zwei Mod-Teile zu machen. Ja, das ist was anderes. Aber so, ich finde das geil. Lass uns in die Wastelands. Lass uns jetzt eine Schatzkarte machen, so als krönender Abschluss dieser nicht so spektakulären Folge. Wir nehmen aber den Heli, würde ich sagen. Du bist kein Ding, ich hole nur dich. Nein, ich habe nur meine Klamotten geholt aus dem Auto. Witzig, weil der Heli ist an. Hat der Anzeige hier. Okay. Wer braucht denn schon Rüstung? Richtig. Oh, witzig. Den Brustpanzer habe ich tatsächlich nicht an, oder? Ah, nee, mein Brustpanzer behält er. Da zieht er die Hesmet-Jacke einfach nur drüber. Das ist okay. Du legst in dem Sinne nur drei relevante Rüstungsteile ab. So, du müsstest mich aber zu der Schatzkarte einmal hinleuchten, ja. Leg erstmal Richtung Razor. Himmelsrichtung bitte. Nordwesten. Okay. Ein bisschen Angst vor dem Kram. Ich habe Angst vor der Abstimmung. Ja. Weil weißt du, was das Problem an Darkness Falls ist? Na. Ich sehe sie nicht. Ach so. Das ist ein Supply Road, also da jetzt gerade nicht so viel los ist, wird sie zufällig entscheiden, was wir für Geschenke kriegen. Das kann nicht so schlimm sein. Das heißt, die fliegen dann irgendwo liegen irgendwo auf dem Boden, gut. Ja. Soll ich langsam mal ein bisschen links halten ins Strategie drüber? Ja, jetzt Richtung Westen. Ich habe ja gesagt, bis Razor, bist gerade bei Razor vorbei. Ach so. Oh, warte Izea. Mal. Ja, ach Gott, ich war vorhin in einem ähnlichen Laden, der war auch irgendwie blau-gelb. Ich wollte gerade sagen, habe ich denn noch genug Dingens dabei, aber ja, habe ich. Wie soll man sich jetzt aufpassen, wenn ich im Wahnsinn herumschieße? Ja, du kannst jetzt so langsam Richtung Landebahn, also Richtung Boden gehen. Und bitte vorsichtig. Und spotte bitte wenigstens, ob hier noch vorher ein Portal ist oder so. So, hier? Auf jeden Fall sind die Supplies da. Ja. Hier. Oh. Ja, nicht mal schlecht. Was Schönes zu essen? Was Schönes zu trinken? Was ist das denn? Shepherd's Pie? Du gräbst und ich guck. What the fuck? Wieso kommt da hier schon einer angerannt? Was ist denn hier los, hä? The Wastelands. Alter. Alter! Wo bist du? Ich muss auf dich aufpassen. Da. Keine Sorge, ich bin.
trotz der ganzen Sache überparanoid, also... Ja, aber ich bin ja dafür da, damit du es etwas angenehm hast. Okay, ich glaube, das war auch nur ein erster Schwung an Gegnern, jetzt ist ruhig. Hauptsächlich Munition. Da, ich habe gedacht, wir kriegen jetzt wenigstens einen Wastelands-Bonus hier. Okay, auf zum nächsten. Jetzt Richtung Süden. Und da musst du jetzt verdammt aufpassen, weil das Portal ist in der Nähe. Oh mein Gott! Das heißt, es wird richtig spaßig werden? Ja. Theoretisch könnten wir jetzt auch anfangen, die Quest einfach zu machen. Da ist ein Portal. Ist es da in der Weiter! Nähe? 700 Meter! 700 Meter noch in den Süden. Ja, ich wollte schon weiter. Die Steuerung ist so ein bisschen träge. Ja, alles gut. Was uns natürlich auch zum Verhängnis werden könnte, wenn wir schnell weg wollen, aber hey! Ich schaue aufs Portal. Kannst du bitte ein bisschen weiter in der Luft sein, anstatt auf dem Boden zu hovern? Ich wollte möglichst schnell landen, wenn wir in der Nähe sind, damit die nicht so viel Zeit haben zum Spawnen. So. Da ist ein Portal. Weiter. Korrektur. Das sind nicht 400 Meter, beziehungsweise 700, das war Quest 1,3 Kilometer Abfahrt. Ich sag dir schon Bescheid, wenn wir uns nähern. Wow, noch ein zweites Portal. Behemoth. Hey, das kann ja witzig werden hier. Oh, fuck. Hoch. Du weißt, um hochzufliegen, musst du das den Heli gerade halten und einfach nur W drücken. Ja, aber das gerade halten ist ein bisschen schwierig, weil die Steuerung so träge ist. Ja, okay. Aber es geht doch, ist doch nichts passiert. Du brauchst ja nur einmal tippen, um nach vorne zu neigen. Mehr brauchst du ja nicht. So. Das ist ja schon Tempo nach vorne. 700 Meter noch. Das so geil auch nur, ich habe kurz wieder Kontrolle über das verdammte Fahrzeug hier. Wo ich glaube, sowas Dummes wie das, was wir jetzt hier machen, das wäre mit dem Motorrad oder so mit dem zweiten Sitz echt gut gewesen. Ah, ich mache den Mechaniker. Ich will so einen zweiten Sitz auf dem Motorrad haben und einen Supermotor. Da kann man so einen Scheiß hier richtig gut machen. Immer noch weiter. Ja, doch. Meter. Zwei Portale. Oh Gott. Okay, ich hab die Kiste. Weg. Nee. Bleib mal Heli, dass ich zu dir reinspringen kann. Dämonische reanimierte Leichen. Da hat auf jeden Fall schon was geschossen. Das war in meine Richtung. Ich muss abhauen! Wow, ich habe keine Medikits auf Lager. Hau ab!
Ich brenne vielleicht doch zu Tode. Nee. Oh Gott. Huhu. 10 AP und überlebt. Huhu. Woran? Was? Du bist tot? Ja, woran bin ich gestorben? Brand? Ich habe aufgehört zu brennen. Das Timer war abgelaufen. Ja, nur weil du im Helikopter sitzt, heißt das doch lange nicht, dass du... Hallo, der Timer war abgelaufen. Ach so, ja gut. Dann, keine Ahnung, ich komm nach Hause, leg dir die Klamotten dahin. Und du kannst nicht das, das du selber holen, ne? Ja, ist okay. Ja, ich kann dein Inventar auch looten, so ist es nicht. Nee, alles gut, ich hol das schon. Ich sag einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mal kurz meine Sachen wiederhole. Ciao. Tschüss.